Willkommen, liebe Clasher. Ich bin endlich aus dem Urlaub zurück. Ja, bestimmt schon gewartet. Ich war nämlich in Paris, am Eiffelturm und im Disneyland, auch in Paris, mit der Familie. Vorher waren wir auch noch im Serengeti-Park, Tiger und Löwen unter anderem mal ganz nah anschauen. Aber auch in Clash of Clans ist hier einiges passiert. Der 6. Jahrestag mit den schicken Torten hier und ein Gemboost für Minensammler und Bohrer ist ja richtig cool. Auch ich bin schon wieder viel zu hoch hier im Pushen mit den Pokalen, weil ich bekomme kaum Gegner. Aber wenn ich absichtlich einen Angriff verlieren würde, dann gibt es ja auch keinen Legendenbonus mit 86.000 Loot. Mein Dorf konnte ich ja auch schon ganz gut uppen, wie ihr sehen könnt. Da ich ja Free-to-Play bin und kein Geld investiere, dauert das eben etwas länger. Viele gamen sich eher die Bauzeiten. Daher bin ich jetzt mit dem neuen Dorf fast max von den Gebäuden her und Truppen. Da gucken wir gleich nochmal rüber. Und auch wenn ihr bei uns im Clan mitspielen möchtet, seid ihr herzlich als Rathaus 11 und 12 willkommen. Mit Rathaus 11 Heldenkombi 90 mit 15er Worden mindestens dabei. Wir haben zurzeit eine 21er Siegesserie bei 432 gewonnenen Kriegen. Einmal im Monat machen wir auch von der ganzen Clan-Familie von Cloud einen Clan War in einem speziellen Clan und dort können alle anderen, auch Cloud Mini und Cloud Nano, falls ihr jetzt nicht Rathaus 11 oder 12 seid, können die auch alle mitspielen. Also die anderen beiden Clans gerne auch dort anfragen, wenn ihr hier mitspielen möchtet. Aber bitte fragt nicht an mit dem Thema, ja, ich kenne Sky oder so. Das ist nicht der richtige Weg, sondern schreibt rein, warum ihr hier rein möchtet, dass ihr vor allen Dingen Spaß am Clan War habt, denn wir sind ein Clan War Clan. Wir freuen uns auf euch. Ich habe nämlich nur noch eine Sache an Gebäuden zu upen. Es ist der Mega-Tesla. Und im Labor selber ist auch nicht mehr so viel zu tun. Es ist nur noch der gute Packer hier. Und den, denke ich, kriege ich auch noch ruckzuck hoch. Der hat zwar erst Level 8, aber das kommt noch ein bisschen. Kein Problem. Also, setzen wir den Mega-Tesla an. Das allerletzte Gebäude im neuen Dorf. Und das war es dann auch. Jetzt sind danach nur noch Mauern und der Packer notwendig. Schauen wir zurück. Auch ich habe inzwischen 10.000 Zauber gespendet und dafür die 500 Juwelen eingesammelt. Und ich werde jetzt mal locker noch knapp 700 Pokale runtergehen. Ich darf ja so weit runter, also bis 4.900, ganz knapp darüber, dass ich den Legendenbonus nicht verliere. So weit kann ich ja droppen und das werde ich jetzt machen. Das wird eine Weile dauern, aber das werde ich auf jeden Fall machen, um schneller Gegner zu bekommen. Heute im Video unter anderem einen Clan-Zugehörigkeits-Bug, 2 Millionen Hogfight und 2,7 Millionen Loot erstmal von mir zum Warmwerden nach so einer langen Pause. Auch waren in letzter Zeit wieder mehrere Wartungspausen und immer wieder optionale Updates. Schaut mal nach, da sind bestimmt ein paar Fehler weg, die man sonst als Ärgernis sonst dabei hat. Und auch, je nachdem wie lange diese Wartungspause war, ist erstmal so circa 30 Minuten das richtig schön und viel Loot oder Hauptgegner vorhanden in der Legende. Aber danach ist meist erstmal richtig tote Hose. Irgendwie weckt so eine Wartungspause, glaube ich, ganz viele Leute auf, dann nach einem Gegner zu suchen und dann ist es mal ganz wenig nicht los. Viele haben ja auch über Twitter dann die Benachrichtigung an, wenn da irgendwelche Informationen kommen und eine Wartungspause wird ja angekündigt. Also werden, denke ich, ganz viele inaktive Spieler dann wieder aktiv werden und damit gibt es dann einfach mal weniger Gegner. Aber wenn die Wartungspause wirklich so mehr als 20, 30 Minuten ist, ist definitiv auch in der Legende danach richtig schön was zu holen. Das lohnt sich fast immer und deswegen sind sie alle wie die Geier, denke ich mal, da unterwegs. Leider gilt auch weiterhin diese Einstellung, dass ungefähr nach 10 Tagen inaktive Dörfer herausgenommen werden. Dann kann man die leider nicht mehr finden. Das ist wirklich so schade, weil die sind alle so schön rappelvoll. Das lohnt sich wirklich. Sehr, sehr schade, dass die da wieder rausgenommen werden. Ja, und gleich danach kommt der Clan-Zugehörigkeits-Bug. Und dann bin ich voll dabei zu droppen, 700 Pokale zu droppen, wobei man ja gar keinen Gegner findet, ist echt hardcore. Also erzähle ich gleich noch etwas. Und ja, das waren auf jeden Fall schöne 100%, 26 Pokale und richtig fett Loot. So, und hier hat der Panzer versucht, bei uns in den Cloud War Clan zu kommen. Da machen wir einmal im Monat Zusammengehörigkeitsclan aus allen drei Clans, also in Clan Familien War. Und der hat es einfach nicht geschafft, hier zu joinen. Das war ein richtig böser Bug. Und ich schätze mal, wenn man das Game schließt und wieder startet, dann wird es wohl wieder gehen. Aber er kann da einfach nicht joinen. Das ist wirklich mies und es passiert einfach gar nichts. Zum Glück kann man ja auch die Clan-Spiele auch außerhalb des Clans abholen.
Denn wenn man mal nicht mehr in einen Clan kommt oder nicht mal rein darf, keine Ahnung, dann kann man wenigstens die Clan-Spiele noch abholen, genau wie es beim Clan War ist, dass man dort auch noch den Bonus nachgeschickt bekommt. So, und ich habe es geschafft zu droppen. Ich habe schon wieder ein bisschen auch angegriffen. Und was passiert? Ich bekomme eine Def reingerumst mit plus 27. Ich will die Bucke alle nicht, aber wenn man sie nicht braucht, dann bekommt man so eine Def natürlich reingeballert. Sehr ärgerlich. Warum macht der sowas? Also wirklich, kann er nicht mal besser angreifen. Denn ich bin froh, hier unten zu sein, denn ich bekomme jetzt viel schneller Gegner. Ich muss auch mal wieder hier alles wieder heile machen, denn das ist schon sehr, sehr schnell, dass ich dann wieder, wie ihr sehen könnt, hier Loot bekomme. Denn oben in der Legende, also 700 Pokale höher, da brauche ich locker schon so eine Dreiviertelstunde, bis ich überhaupt einen Gegner bekomme, wenn überhaupt. Und so ist dann das Schnelle möglich, denn ich habe auch bald wieder in 17 Stunden, muss ich schon wieder einen Bauarbeiter beschäftigen. Ich habe auch schon die Queen wieder angestoßen auf 57, der Warden geht auf 24, der King ist bereits auf 52. So ist das hier ganz gut am Vorwärtsgehen. Auch sind schon sehr, sehr viele Gebäude hier fertig, wie man hier sehen kann. Das lohnt sich, so wollte ich auch das schön appen. Erst zumindest auf jeden Fall immer die stärksten Gebäude zuerst, ist der Adler natürlich und dann die beiden Infernos, die sind auch schon fertig, die X-Bögen, die sind auch unterwegs alle soweit, der letzte ist noch hier unten gerade dabei und dann waren natürlich auch noch hier diese Magiertürme, die waren schön kostenintensiv, da konnte ich schön Ressourcen rein donnern, aber ich muss jetzt immer gut planen, dass ich ungefähr alle zwei Tage einen Bauarbeiter fertig bekomme, sonst laufen mir die Ressourcen über oder ich kann einfach nicht mehr spielen oder die Helden stoße ich auch jetzt hier wie am Fließband an, dass es dauernd vorwärts geht hier, jedenfalls wenn man so tiefer ist, vielleicht muss ich dann nochmal zu droppen, aber man verliert hier enorm Ressourcen, das habt ihr ja vielleicht hier oben rechts gesehen, wenn ihr meine Ressourcen vorhin da gesehen habt, das ist jetzt richtig runtergegangen, ich habe glaube ich 15.000 Dunkles verloren bei dem Droppen. Ich habe auch sehr viele Stunden gebraucht, um überhaupt runterzukommen, weil manchmal nur minus 10 oder noch weniger an Pokalen bei 3 Sternen ist. Ich habe schon meine ganzen Verteidigungsgebäude nicht wieder aufgeladen, damit ich bloß 3 Sterne reingerumst bekomme und ganz viele Minuspokale. Aber es hat trotzdem gedauert. Naja, so denn. Jetzt haben wir es auf jeden Fall geschafft. Eins möchte ich noch als Tipp sagen. Hier, es gibt noch eine schöne Sache, wenn man zum Beispiel den Rambock nutzt zum Beispiel, gibt es eine schöne Sache und wahrscheinlich auch der Zeppelin ist da auch gar nicht so schlecht. Nämlich da, wenn er dort den Päcker reinballert, der hat ja richtig Power. Wenn der da in der Mitte aussteigt, wenn er gerade beim Rathaus ist, dann ist es ja fast wie so ein kleiner King. Und wenn der da in der Mitte ist, vielleicht noch mit einem Wutzauber oder sowas, der kann schon richtig dort in der Mitte alles abhalten und vor allen Dingen auch gut austeilen. Der ist ja nicht schnell, aber er ist ja schon da. Und er ist in der Mitte und kann beim Rathaus da mal richtig aufmischen. Ein kleiner Tipp vielleicht für euch. Ist zwar nicht günstig, aber vielleicht auch für den Clan War interessant. So, jetzt kommen wir zu einem Angriff, bevor wir zu meinem kommen, vom Nikolas. Hier hatte nämlich die Clanburg vergessen zu beachten. Und hier kommt erstmal von links hinein, Rambock vorgesetzt, also den Mauervernichter, die Magier dahinter. Das kann man natürlich vorher, hat man das mit dem Golem gemacht und so hat er hier Golem und diesen Mauervernichter beides genutzt. Das sitzt, allerdings der Single Inferno wird dem schon ganz schön zusetzen. Auf jeden Fall beginnt er erstmal hier von links und dann könnt ihr auch gleich sehen, die Clanburg ist dort in der Mitte. Rechts neben dem Rathaus und die hat er vergessen zu beachten und mal sehen, ob das trotzdem im Glück endet. Er hat von oben mit Hox jetzt angegriffen, so, und da kommt nämlich was Unangenehmes heraus, nämlich ist dort ein Babydrache, Drache und Bogidamen drin. Das ist natürlich besonders ärgerlich, die Queen hat es nämlich jetzt schon zerdeppert und dann sind jetzt die Hox dabei, da hat er dann natürlich drauf geachtet, auf die Hox. Deswegen ist das wahrscheinlich auch schnell, dass man das übersieht. Deswegen ist auch bei meiner Meinung nach ein Queen Walk nicht immer so leicht. Da muss man wirklich darauf achten, dass man die richtig gut beachtet. Da muss man nämlich zwischenzeitlich woanders angreifen und dann immer wieder auf die Queen achten, dass sie nicht stirbt. Auch so muss ja nicht unbedingt die Clanburg sein, sondern auch die Verteidigungsgebäude, die so einer Queen ganz schön zusetzen können. Ja, und ihr habt ja schon gemerkt, wieder ganz, ganz viele Tipps. Also schaut nach, ob es Updates gibt. Vielleicht einen kleinen Päcker im Rambock oder im Zeppelin oder auch droppen, um schneller einen Gegner zu bekommen. Da braucht man wahrscheinlich erstmal zum Maximum werden, erstmal lieber die Pokale darauf verzichten und dann schneller den Loot zu bekommen. Und hier hat das geklappt und der Drache, der lebt immer noch wirklich, wirklich heftig. So, und dann ist der Drache noch gut dabei, auch die Valkyren machen noch unten guten Schaden. Oben sind ein paar Bowler mit Magier zusammen. Also der Drache ist noch gut beschäftigt, die Bogidamen sind jetzt auf dem Drachen dabei, aber die werden es wahrscheinlich jetzt nicht mehr lange machen.
die Walküren und da ist ein Kobold mit dabei. Der Kobold ist natürlich auch cool. Der kann natürlich einen Mordschaden an so einem Lager verrichten. Der hat ja einen mehrfachen Schaden auf so einem Ressourcengebäude. Deswegen können auch Kobolde jetzt Rathäuser ziemlich schnell vernichten, weil sie sind ja seit etwas längerer Zeit inzwischen Ressourcengebäude. Und oben die Bowler und Magier kriegen das super kaputt. Super. Und schaffen die es noch? Letztes Gebäude? Jawohl, 100%. Noch Glück im Unglück, dass die CB nicht beachtet wurde. Ja, und denkt ihr mal dran, Updates gibt es noch ganz viele. Schaut immer nach, ob es da irgendwas Optionales gibt. Denn in letzter Zeit kamen sehr, sehr viele optionale Updates, keine verpflichtenden. So, und der Sky hat hier wirklich einen Gegner mit Bonus in der Legende. Insgesamt 2,7 Millionen Loot gehabt. Auch ich habe mal was gefunden, wo es richtig knallt. Und da bin ich hier einmarschiert, schön mit Loons. Die waren bei mir dort noch nicht maxed, das sind sie inzwischen. Und dieser Gegner war natürlich auch ganz nett so. Der war ja mehr oder weniger Rathaus 10 und nicht Rathaus 11 und nicht Rathaus 12. Also konnte man den schön hier zur Brust nehmen. Aber auch habe ich hier keine Queen am Start. Also muss ich mit dem zusehen, was ich hier habe. Komplett abräumen wird wahrscheinlich gar nicht leicht hier, weil die Queen noch wirklich fehlt. Den King kann ich auch noch nachsetzen. Oben habe ich jetzt erstmal den Babydrachen gesetzt, ist leider der blöde Adler, macht mir da den gar aus und sich schon sehr ärgerlich. Da setze ich erstmal einen King nochmal nach und den Babydrachen oben, dass vielleicht da noch ein bisschen was kaputt gemacht wird. Dann geht das ein bisschen flotti. Vor allen Dingen will ich hier die Ressourcen doch noch ein bisschen haben. Ich denke mal, komplett will ich ihn nicht mehr erwischen, aber einiges an Ressourcen konnte ich ihm klauen. Und auch an dieser Stelle möchte ich mich wieder vom ersten Video nach so langer Zeit von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ganz viele Informationen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns. Macht's gut. Bis bald. Bye, bye.